Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, die zweite Episode des neuen Podcasts der Sober Guides, einem Hilfsangebot der Guttempler in Deutschland. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Herbert Ziegler. Er ist Guttempler seit 1952, wie ich gerade erfahren habe. Beeindruckend. Und warum wir miteinander sprechen ist, der Herbert hat eine Therapieeinrichtung geleitet, bis vor 2 Jahren sogar. Und wir wollen heute aus der Metaebene auf die Gesellschaft schauen und mal gucken, was sind denn alles so Gründe für Konsum und dann im nächsten Schritt natürlich für Abhängigkeit. Hallo Herbert, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, hallo Roman. Ich bin auch ganz gespannt auf unser Gespräch. Also ich tatsächlich auch. Total spannend mit, ich bin ja tief im Thema drin, interessiere mich sehr für Abhängigkeiten. Und das ist mir tatsächlich auch immer eine Ehre, mit erfahrenen Menschen in der Thematik zu sprechen. Du hast bis vor 2 Jahren eine Therapieeinrichtung geleitet. Wie darf ich mir das vorstellen? Ja, also ich bin, wie gesagt, schon lange, lange im Suchtbereich tätig. Hab dann über meinen Vater, der Alkoholprobleme hatte, die Guttempler kennengelernt und bin in eine Kindergruppe eingetreten seinerzeit. Und diese Kinderarbeit hat mich dann dazu veranlasst, dass ich Lehrer wurde, war dann 7 Jahre im Schuldienst und dann noch bei einem großen Unternehmen tätig als Fachlehrer für Programmierung und dann schließlich eigentlich meinen Beruf gefunden, war Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen 12 Jahre und bin dann 1990 in die therapeutische Arbeit gegangen, habe mit 3 Kollegen ein kleines Unternehmen gegründet, wo wir mehrere Suchtkliniken hatten, und ab 2001 habe ich dann in Sachsen-Anhalt den Therapiehof Sotterhausen aufgebaut und entwickelt, eine Einrichtung für junge Drogenabhängige. Die jüngsten Patienten waren so die 17. Mhm. Und das Ganze ging so bis 27, 30 Jahre. Wow, also wirklich tief beeindruckend. Geballte Kompetenz. Lass uns kurz auf deine Person zu sprechen kommen. Du hast es schon angedeutet, du bist recht jung zu den Guttemplern gekommen, mhm, weil dein Papa aus dem Krieg kam und eine Alkoholabhängigkeit mitgebracht hat, oder wie war das? Ja, wahrscheinlich mitgebracht, aber ich denke auch viel Traumatisches im Krieg erlebt und dann im Alkohol ein Ventil gefunden hat, mit diesen Dingen besser umgehen zu können. Ja, also da sind wir, glaube ich, schon beim allerersten Stichwort. Ich würd trotzdem vielleicht noch ein bisschen erst bei dir bleiben. Trauma ist auf jeden Fall ein Stichwort, wo wir gleich drauf eingehen. Und wie hat sich das für euch damals in der Familie bemerkbar gemacht? Ja, er kam ziemlich krank aus dem Krieg, also erst 1948, war in Sibirien in Gefangenschaft. Und war eigentlich für meinen Bruder und mich, auch für meine Mutter, eigentlich ein fremder Mann und hat dann versucht, Fuß zu fassen und hat eben, denke ich, so als kleiner Händler mit Kurzwaren damals einen Weg gefunden, uns alle über Wasser zu halten. Und dann aber doch wahrscheinlich belastend, das Geld, was er gerade verdient hat, auch wieder in der Wirtschaft mit anderen Leuten ausgegeben. Und kam dann häufiger auch betrunken nach Hause. Und meine Mutter hat dann immer heftigen Streit mit ihm gehabt. Und das haben wir beide so mitbekommen. War sehr belastend, dass die Eltern sich so stritten. Und dann hat meine Mutter eines Tages in der Zeitung eine kleine Anzeige gelesen, Probleme mit dem Alkohol und dann eine Telefonnummer. Und da hat sie gesagt, da rufe ich jetzt an. Und das war dann eine Arztfamilie in Bad Hersfeld, die eben auch schon langjährige Guttempler waren.
Und dann sagte sie zu meinem Vater, da gehen wir jetzt hin und wenn du das nicht machst, lasse ich mich scheiden. Und dann musst du sehen, wie du zurechtkommst. Dann sind die dort hingegangen. Muss ein beeindruckendes Gespräch gewesen sein. Kam dann zurück und er sagte, ja, ich höre jetzt auf. Und hat dann auch wirklich von diesem Tag an keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Wow. Dann entwickelte sich eigentlich auch eine Beziehung zum Vater. Er war sehr naturverbunden und hat mich da auch mitgenommen. Dadurch bin ich so ein bisschen Hobby-Ornithologe geworden und habe ihm dann immer mal auch erzählt, als ich dann nicht mehr zu Hause lebte, immer wenn ich einen Vogel singen höre, dann höre ich dich auch gleich. Und das ist auch jetzt noch so, dass ich, wenn irgendwo in einem Gebüsch ein Vogel singt, immer an meinen Vater denken muss. Wir sind da schon ziemlich gut miteinander verbunden. Ach Mensch, total toll. Ich habe ihm auch mal erzählt, dass eben seine Sucht eigentlich auch mit der Grund ist, warum ich mich so intensiv dem Thema gewidmet habe, einerseits und andererseits, ich ihm auch dankbar bin, dass er alkoholabhängig war, weil dadurch hat mein Leben eine Bereicherung erfahren, die ich so wahrscheinlich nie erlebt hätte, jetzt als einfacher Lehrer an irgendeiner Schule bis zur Pension. Total die schöne Sichtweise finde ich echt inspirierend. Man sagt ja, das Leben gibt den Menschen die größten Herausforderungen, die auch damit umgehen können. Und das scheint ja hier total der Fall zu sein. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Für die Hörer, Ornithologe, also gerade für die jüngeren Hörer, Ornithologen sind Vogelkundler, ne? Ja, also als Ornithologen würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin eher hobbymäßig unterwegs und freue mich. Da gibt es sicher andere Experten. Ich wohne jetzt in Bonn. Gibt es einen Bird Club? Da staune ich immer, was diese Leute alles wissen. Also lerne ich auch noch viel. Okay, cool. Das glaube ich auch. Das ist ja auch ein umfangreiches Themengebiet, wo du gerade gesagt hast, dass dein Papa aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien kam. Da ist bei mir direkt einen Trigger losgegangen. Der Vater von meinem Opa war auch in Kriegsgefangenschaft, auch in Sibirien. Und als der zurück nach Deutschland kam, nach Berlin, war das eben genau so für meinen Opa. Er hat das ab und zu erzählt. Mein Opa auch alkoholabhängig. Hat im Rausch öfter erzählt, dass sein Vater ein Fremder war für ihn und mit ziemlich harter Hand die Familie geführt hat. Und der ist, ich glaube, Bademeister gewesen, als er wieder nach Berlin kam, um die Familie zu ernähren. Also spannende Parallelen. Aber gerade die Nachkriegsgeneration, da sind einige mit dabei, die in der Co-Abhängigkeit aufgewachsen sind. Du hast es relativ am Anfang gesagt, traumatische Erlebnisse. Würdest du sagen, dass ein Trauma immer die Ursache für eine Abhängigkeit ist? Auf jeden Fall hat das einen großen Anteil. Und also beispielsweise fängt ein Trauma auch schon an, wenn ich als Kind von meinen Eltern abgelehnt werde, keine Beziehung zu den Eltern habe, wenn ich keine Freunde finde, alleine leben muss, mein Leben alleine gestalten muss. Und von daher kann beispielsweise auch jetzt für Singles in der Pandemiezeit eben das auch traumatisch sein, keinen mehr berühren zu dürfen, keinen nahen Kontakt mehr haben zu können, weil wir Menschen sind ja eigentlich Beziehungswesen, also wir sind auf Beziehungen angewiesen und so ganz allein können wir da gar nicht leben. Und aus diesem Trauma entsteht dann eben eine Belastung und
dann lerne ich vielleicht, dass der Alkohol oder auch eine Zigarette oder auch eine Droge oder eine Verhaltensweise mich von diesem Trauma befreit für eine kurze Zeit, oder ich habe ein leichteres, angenehmeres Gefühl. Und das Gefühl möchte ich dann immer wieder haben. Und dann kommen so die spezifischen Wirkungen der Stoffe dazu. Dann reicht eben ein Glas Bier oder ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps nicht mehr aus. Dann kommt eben eine Dosissteigerung dazu, eine Gewöhnung dazu. Und wenn ich dann nichts trinke, kriege ich Entzugserscheinungen. Und dann trinke ich eigentlich nur noch, um die Entzugserscheinungen zu vergessen. Also es ist so eine Spirale, die mehrere Trigger hat, mehrere Verstärker hat. Du hast es auf jeden Fall gerade schon ganz gut beschrieben, dass das ja nicht nur Stoffe sein müssen, sondern auch zum Beispiel Verhaltensweisen sein können. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was sind so bekannte Verhaltensweisen, die auf Kompensation schließen lassen? Beispielsweise von Glücksspiel, jetzt den einfachen Glücksspielautomaten angetriggert zu sein oder ins Netz zu gehen, mir ein Spiel runterzuladen und dann in dem Spiel mich ganz anders erlebe als in der Realität. Oder Essen kann auch so eine Funktion haben, dass ich also bestimmte Dinge lieber esse und die dann immer wieder auch gerne esse. Auch Sport kann süchtigen Charakter entwickeln. Also der Reinhold Messmer, dieser Extrembergsteiger, hat auch mal gesagt, man kann auch süchtig bergsteigen. Oder man kann auch süchtig Marathon laufen oder andere Extremsportarten machen, um eben manche Dinge davon zu laufen oder sie zu vergessen. Und natürlich, um Botenstoffe freizusetzen, ne? Genau, das kommt dann noch dazu. Ach Mensch, wir sind jetzt eigentlich schon sehr, sehr tief drin. Vielleicht für den Hörer, der noch nicht ganz so tief in der Materie drin ist, wenn wir über Botenstoffe reden, dann reden wir über Glückshormone, über Dopamin, Serotonin, und die kann man sich natürlich erarbeiten in Form von zum Beispiel Sport oder extern hinzufügen und das halt über Substanzen. Ne? Ja. Du hast ja eine Menge Erfahrung als Therapieleiter gemacht. Die meisten Leute wählen wahrscheinlich den einfachen Weg, wenn sie mit irgendwas nicht klarkommen, ne? Ja, das ist so. Das Interessante ist, dass unser Gehirn, ja eigentlich versucht, den Träger glücklich zu machen. Das ist so, im Lauf der Jahrtausende hat sich das so entwickelt. Das Gehirn ist neugierig und hat in einer Hirnregion ein sogenanntes Belohnungszentrum. Und das ist eigentlich das Zentrum im Gehirn, was dann für die Sucht verantwortlich ist. Also wir streben eigentlich immer danach, belohnt zu werden. Und bei dem Belohnungsprozess wird dann eben ein Botenstoff ausgesendet, der eine gute Stimmung verursacht. Und diese gute Stimmung möchte ich immer gerne haben. Und das passiert auch schon, wenn ich gelobt werde. Passiert also so eine Glücksausschüttung für einen kurzen Moment. Aber eben so ein Botenstoff, so ein Suchtstoff wie Alkohol, setzt sich dann im Hirn an diese Stelle des Botenstoffs und triggert uns in Richtung Glücksgefühle. Oder das Dopamin, das ist eigentlich so der Zauberstoff, der wird dann vermehrt ausgeschüttet, wenn ich beispielsweise Crystal Meth zu mir nehme. Aber durch diese von außen zugeführten Stoffe störe ich diesen ganz fein abgestimmten Hirnstoffwechsel mit den Botenstoffen. Und ich habe den Patienten in der Klinik häufig gesagt, das Dopamin, was da freigesetzt wird bei irgendeiner
einem angenehmen, schönen Erlebnis. Das bewegt sich im Mikrogrammbereich, also ganz fein dosiert. Wenn ich jetzt aber eine Nase Crystal ziehe, dann ist das so, wie wenn ich mit einem Holzhammer auf eine Goldwaage schlage, also oder eine Apothekerwaage, wo wirklich feinste Stoffe abgewogen werden und da haue ich dann einfach drauf. Und dann haben wir auch bei unseren Patienten in der Klinik erlebt, dass es relativ lange dauert, bis ein Hirn wieder in eine sogenannte Normallage zurückkehrt. Und die Patienten haben dann häufig erzählt, ja, das Dopamin oder das Crystal Meth, wenn ich das nehme, das haut da rein. Das ist, wow, ein tolles Erlebnis. Und wir versuchen dann in der Therapie eben über eine gute Arbeit, ein Erfolgserlebnis beim Sport oder eine tolle Therapiesitzung, wo etwas Spannendes dann bei dem Patienten passiert, eben solche Glücksmomentchen in Anführungszeichen zu erzeugen. Und das ist natürlich diesen Wettkampf, wir wollen so gut werden wie Crystal Meth, den kann ich nicht gewinnen. Das, also Crystal ist eins der stärksten Stimulantien, die es gibt. Mhm. Nochmal stärker als Kokain. Ich habe ja 16 Jahre lang Kokain konsumiert. Das auch schon ein riesiger Holzhammer, den man da auf die Waage haut. Ich bin jetzt, ich kann nur von mir sprechen immer, ich bin jetzt seit circa anderthalb Jahren clean. Und merke, dass erst jetzt so langsam sich das wieder einpendelt. Eben genau das, was du gesagt hast, das braucht seine Zeit. Mhm. Es gibt im Sport so eine Faustregel. Man muss so lange genesen, wie man krank war. Würdest du das unterschreiben, auch ja, bei den Suchtmitteln? Also es ist sicher so, dass ich sehr schnell, wenn ich in der Therapie gehe, jetzt ambulant oder stationär, die dauert bei den Drogenabhängigen 6 Monate, sehr schnell eigentlich ein gutes Gefühl bekomme. Oh, ich mache Fortschritte, ist toll, ist wunderbar. Und da gibt es so eine Honeymoon-Phase, wo alle happy sind, ich habe es geschafft. Die aber sehr kritisch ist, da kommt dann häufig auch Abbruchgedanken. Eigentlich, was soll ich hier noch? Das bringt ja nichts mehr. Lass mich mal raten, das ist nach ungefähr einem Jahr. So ungefähr ist das so. Und dann versucht man mal wieder, auch jetzt könnte ich eigentlich doch den Kampf gewinnen um die Abstinenz oder die Kontrolle über das Suchtmittel. Aber das ist häufig ein Trugschluss. Und es dauert in der Tat relativ lang, jetzt so mit den normalen Belastungen ohne Suchtmittel umzugehen oder auch stärkeren Belastungen, die auszuhalten und daraus einen Gewinn zu ziehen. Sag, wow, ich habe es geschafft. Bin doch jetzt wieder ein Stückchen weiter. Und der letzte Krach oder der letzte Streit mit einem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin oder mit meiner Frau, den habe ich doch besser hingekriegt als früher, wo es eskaliert ist, bis hin vielleicht auch zu körperlichen Gewaltanwendungen oder Schmeißen von Gegenständen durch die Luft. Das heißt, die Quintessenz ist eigentlich immer die Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns als Individuum weiterentwickeln. Und das Thema, was wir ja eigentlich heute haben, ist ja, dass wir mal von oben rauf gucken, was können alles Auslöser sein. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es immer ein Hindern in der persönlichen Entfaltung oder also so als Grundlage und dann geht man so die Kompensationswege oder wie habe ich es falsch verstanden? Ja, also vielleicht trifft das ganz gut so. Das Suchtverhalten ist eigentlich ein sogenannter Selbstheilungsversuch oder eine Selbstmedikation mit inneren Spannungen, mit einer Traurigkeit, Depression, mit Angstzuständen, mit einer Geringschätzung gut umgehen zu können. Also ich habe
mal in einem Seminar, das habe also lange Jahre auch Seminare für Führungskräfte in der Wirtschaft und Verwaltung gegeben zum Umgang mit suchtkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da hat mir eine Teilnehmerin eines solchen Seminars mal ihre Lebensgeschichte erzählt. Und sie ist also in einer sehr katholischen Gegend geboren, aber außer vorehelich. Also die beiden Eltern waren noch nicht verheiratet. Und das war in früheren Zeiten ein gravierendes Vergehen. Heute geht man anders damit um. Mhm. Aber die Mutter hätte immer zu ihr gesagt, Karin, du bist zu früh gekommen, dich haben wir noch gar nicht gewollt, so wie man das so sagt. Und das Kind hat daraus gemacht, oh, ich muss mich jetzt gewaltig anstrengen, damit ich von der Mutter auch geliebt werde oder anerkannt werde. Und ich war schon gestresst in der Grundschule und habe gelernt, aber ich habe eigentlich nie ein anerkennendes Wort bekommen. Und ich habe dann eine jüngere Schwester bekommen, die ist dann in der Ehe geboren. Und diese jüngere Schwester, da sagte die Mutter, du bist die richtige Tochter. Und dann hat sie Abitur gemacht, ein Spitzenabitur, auch mit größter Kraftanstrengung. Und ist dann Personalleiterin eines größeren Unternehmens geworden. Also eine richtig gute Karriere. War dann jetzt so Anfang 40 im Seminar. Und sagte, mir ist heute deutlich geworden, ich bin medikamentenabhängig. Ich nehme tagsüber aufputschende Mittel, abends Schlafmittel, damit ich überhaupt zur Ruhe komme. Und erzählte mir dann diese Geschichte als Erklärung dafür, warum sie sich eben so dopt, damit sie immer Spitzenleistungen bekommt. Das klingt auch total plausibel, wenn man das hört, ne? Also, wenn einem da Liebe weggenommen wird, wenn man von Anfang an beigebracht bekommt, du bist nicht genug wert, dann ist ja klar, dass man rennt. Ne? Ja. Und das war auch dann häufig ein Thema bei den jungen Drogenabhängigen, dass die dann auch erkannten, ich habe eine engere Bindung oder eine engere Beziehung zu einem meiner Lieblingsdroge als zu meiner Freundin. Oder es gab ja auch Patienten, die schon Kinder hatten als zu einem Kind. Das Kind war eher belastend. Und die Eltern haben dann auch unbewusst ihre Kinder eben nicht liebevoll in den Arm nehmen können, weil die Beschaffung und das Nehmen der Droge viel, viel wichtiger war. Und für viele war das in den Seminaren, wie ich das so erzählt habe, ein richtiges Schockerlebnis, dass sie so drauf sind, ne? Einige sind eben auch drüber hinweggegangen, aber einige fingen dann auch an zu weinen und sagten, was habe ich meiner Tochter bisher angetan? Was kann ich jetzt tun, um da noch was zu reparieren? Aber das ist doch eigentlich eine schöne Reaktion, weil man dann versteht, was da los ist. Also bei mir ist es ja ziemlich ähnlich. Das war auch der Grund, warum mein Kokainkonsum war, ich muss funktionieren, ich will unbedingt Karriere und aus meinem alten Leben ausbrechen. Genau. Und wenn man dann schon Kinder in die Welt setzt, dann löst man ja quasi schon den Freifahrtschein für die nächste Runde Abhängiger. Ja. Wenn man die genauso lieblos behandelt. Habe ich das richtig mitbekommen gerade? Ja. Es kann schon ein frühes Trauma dann auch sein. Die Geschichte, die du eben erzählt hast mit der Führungskraft, die dann auch immer die Liebe und die Anerkennung der Mutter gesucht hat. Das ist ja in Anführungsstrichen nur ein Punkt, wenn man mal von oben drauf schaut. Mhm. Fehlende Liebe. Mhm. Wie ist denn, was gibt's denn noch für ich mach mal kurz Pause. So, dann ist das wieder drin. Was würdest du denn sagen, gibt es noch für Ursachen, dass man sagt, da hat sich eine Störung entwickelt. Also Stichwort Co-Abhängigkeit hatten wir ja schon, dass man vielleicht in einer abhängigen Familie aufwächst. Das habe ich jetzt beim Nottelefon Sucht schon auch mehrfach erlebt, dass dann Anrufer sagen, ich habe ein Suchtproblem, aber mein Vater oder meine Mutter oder auch der Großvater
Also es ist dann in der Tat so, dass so ein Suchtverhalten auch, ich sage mal in Anführungszeichen, vererbt wird oder weitergegeben wird in der Familie. Aber die sogenannte Suchtfamilie ist eine sogenannte dysfunktionale Familie, funktioniert nicht richtig. Und ich habe da schon ein sehr altes Modell mal kennengelernt, dass eine Familie in Form eines Mobiles dargestellt wird, Papa, Mama, Kinder. Und in so einem Familiensystem ist man ja keine isolierte Person, sondern ist in einem Geflecht von Beziehungen eingebunden. Und in einer funktionalen Familie kann es sein, dass man eben miteinander streitet, dass die Stimmungen mal raufgehen, mal runtergehen. Aber dass es immer genügend Ressourcen, genügend Kompetenz da gibt, das auszugleichen. Wenn jetzt ein Familienmitglied alkoholabhängig wird, dann ist diese Alkoholabhängigkeit eben, bringt die eine Störung der Beziehungen mit, weil ich ja nicht mehr jetzt einen erwachsenen Menschen vor mir habe, der sich so steuert, sondern eben durch das Suchtmittel ganz andere Verhaltensweisen dann zeigt. Dann kommt dazu, dass die Alkoholabhängigkeit oder überhaupt eine Sucht noch immer trotz aller Aufklärung tabuisiert ist. Und dann fängt eine Suchtfamilie an, eben dieses Problem zu verdecken und den Süchtigen nach außen hin zu schützen. Also bei uns zu Hause beispielsweise war es so, dass meine Mutter immer zu mir sagte, spielt lieber auf der Straße, bringt keine Freunde mit nach Hause. Also das war so ein ungeschriebenes, manchmal ausgedrücktes Gesetz, weil sie nicht sehen sollten, wenn Papa nach Hause kommt, dass er betrunken ist. Ne? Und das haben wir mitgemacht, das Spielchen. Und dann versucht eben eine solche Familie, in dem Mobile nach außen hin Harmonie zu signalisieren. Wir sind alle im Gleichgewicht, gibt es keine Schieflage. Und die durchlaufen dann in so einem Suchtsystem drei Phasen. Zunächst wird der Süchtige beschützt. Dann fängt man an, den Süchtigen zu kontrollieren. Das heißt, der Schnaps wird weggeschlossen und der legt sich aber heimlich Verstecke an. Also auch das Kontrollspiel ist nicht zu gewinnen. Mhm. Und dann schließlich kommt die Anklagephase. Und da geht dann einer aus dem Familiensystem zur Suchtberatung oder ruft beim Nottelefon an oder spricht mit einem trockenen Alkoholabhängigen aus einer Gruppe und erzählt dann seine Geschichte. Und derjenige, der dann aus diesem Mobile Ausbruch bricht, der kriegt dann auch Schuldgefühle, dass er das macht. Das ist ein Nestbeschmutzer, das macht man nicht und hängt da jemanden hin. Nein, das geht auch nicht. Und das ist also ein Spiel, was sehr, sehr lange dauert. Meistens so um die 12 bis 15 Jahre. Dauert eine Sucht, ein Suchtverhalten im familiären Umfeld, bis da irgendetwas geschieht. Wow. Also es gibt bei den Kliniken, die im Suchtbereich tätig sind, ein Fachverband Sucht, so eine jährliche Datenerhebung in den Kliniken. Und die Sucht dauert in etwa 12, 15 Jahre, bis man eben therapeutische Maßnahmen ergreift. Zwischendrin hat man vielleicht mal angerufen, aber da ging es wieder gut. Dann war man wieder 6 Monate oder 3 Monate Ruhe und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist wie ein Lift. Man geht also immer nach unten bis zur Anklagephase, tut was und dann ist eine leichte Veränderung da und dann fährt man wieder mit dem Lift nach oben und dann wieder nach unten. Also es ist ein sehr interessantes Spiel, was da in den Familien geschieht. Interessant, aber auch also leidvoll, ne, für alle Beteiligten. Ja, ja. Wenn du als Hörer jetzt merkst, oh, ich habe jemanden bei mir in der Familie oder vielleicht bin ich ja selbst
erkenne ich mich gerade selbst wieder, dann hatte Herbert das gerade eben schon gut gesagt, dass Nottelefonsucht, wenn es ganz akut ist, ruf gerne bei uns an oder geh mal auf die Seite www.soberguides.de und dort kannst du mit Ex-Abhängigen sprechen und dich begleiten lassen. Also gerne jetzt direkt mal kurz Pause drücken und direkt mal nachschauen. Wir heißen dich da immer herzlich willkommen. Jetzt hast du eben schon gesagt, Herbert, man versucht so einen Deckmantel über den Abhängigen zu legen, damit es von außen keiner mitbekommt. Ist das der Moment, wo ich Verantwortung für die Probleme des Abhängigen übernehme, wo die Co-Abhängigkeit beginnt? Genau. Das ist auch die Definition eigentlich von Co-Abhängigkeit, dass ich Verantwortung für jemanden übernehme, in der Hoffnung, dass durch diese Verantwortungsübernahme der andere sein Verhalten verändert. Oder Co-Abhängigkeit kann man auch definieren als ein Verhalten, mit dem ich hoffe, einen anderen kontrollieren oder verändern zu können. Also so ein bisschen wie die Eltern für Kinder. Ja, nur ich habe ja auf der anderen Seite einen erwachsenen Menschen, der für sich selbst verantwortlich ist. Hm. Bei den Kindern ist ja nochmal was anderes. Die können ja noch nicht, haben noch nicht die Kompetenzen, sich so zu verhalten. Okay. Ich habe dann häufig in den Seminaren den Führungskräften gesagt, also wenn sie ihren suchtkranken Mitarbeiter versuchen zu therapieren oder zu behandeln oder gute Ratschläge zu geben, dann machen sie genau das Spiel mit, was der Süchtige aus seiner Familie schon viele Jahre kennt. Besser ist es, sich selbst zu verändern. Also ich mache eine andere Strategie. Und Angehörigen kann ich auch nur sagen, hinzureden an den Süchtigen, Sohn oder süchtige Tochter oder abhängigen Vater oder Mutter. Tu was, geh doch mal zur Suchtberatung. Wenn der Betreffende das nicht tut, dann rufe ich bei den Sober Guides an oder dann nehme ich das Nottelefon in die Hand und mache mich schlau, was zu tun ist. Und dann kriege ich schon eine ganz andere Haltung gegenüber dem Süchtigen. Ja, sehr, sehr gut. Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin. Ich habe heute gelesen, 5 Phasen der Veränderung. Und die Veränderung muss man gar nicht, also kann man nur bei sich selber herbeiführen, einer Situation. Ja. Die fängt damit an, glaube ich, dass man in ein Loch fällt auf einer Straße. Ja. Und die 5. Phase ist, dass man einfach eine andere Straße nimmt, obwohl das Loch auf der Straße ja immer noch da ist, ne? Genau. Also total spannend, total spannend. Und das ist auch das Interessante bei der Co-Abhängigkeit, dass beide was davon haben. Der Süchtige hat was davon, aber auch der Co-Abhängige hat was davon. Also der Co-Abhängige hat dann auch so das Gefühl, wenn es mal gut klappt, ja, ich bin dafür verantwortlich, dass ich das hingekriegt habe. Ja. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Modell aus der Transaktionsanalyse. Das ist eine therapeutische Richtung, die Beziehungen zwischen Menschen betrachtet. Die, glaube ich, passt dazu. Und zwar gibt es bei der Transaktionsanalyse so ein Drama-Dreieck, wird da beschrieben, gespielt von 2 Menschen in 3 Rollen. Und das ist häufig das Verwirrende. Es gibt einen Retter, es gibt ein Opfer und es gibt einen Verfolger. Diese 3 Rollen werden da gespielt. Das Opfer ist also der Süchtige, ja, mir geht schlecht und ich muss den trinken, sonst wäre ich mit meinen inneren Problemen nicht fertig. Also der geht in so eine klagende Haltung und lädt die andere Person ein, rette mich, hol mich raus. Und dann geht der Retter in diese Rolle und gibt Ratschläge und bringt den Süchtigen zur Suchtberatungsstelle und dann kommt der Süchtige raus und sagt, ach, die verstehen mich alle nicht. Dann sagt der Retter, komm, dann rede ich nochmal mit dir. Selbst die Fachleute verstehen dich nicht, ich verstehe dich besser. Und das lobende Opfer, das dankbare Opfer, das ist
die größte Falle, in die man reingeraten kann. Nur wenn du mich verlässt, dann falle ich ganz zusammen. Also wenn jetzt eine Entscheidung getroffen wird. Und viele Co-Abhängige glauben, das Opfer stirbt dann. Das kann gar nicht überleben, wenn ich jetzt gehe in dieser Phase. Und das gibt dann einem immer so ein tolles Gefühl. Also ich bin der letzte Rettungsanker für jemanden. Dieses klassische Helfersyndrom, ne? Ja, genau. Ach du meine Güte, ja, und am Ende sind beide Gehirne belohnt. Ja. Und dann ist das eine Negativspirale. Ist also ganz spannend, wenn man drauf guckt und wenn ich dieses Opfer-Retter-Geschichte erzähle, dann sagen viele, ja, genau, da stecke ich jetzt drin. Also auch so helfen im Arbeitsbereich, Betriebsräte, die ja andere immer für Schwierigkeiten bewahren sollen, die geraten häufig in so eine Helferfalle, ne, und versuchen dann den Alkoholabhängigen zu retten, vor dem bösen Führungskraft zu bewahren, was weiß ich. Also, das ist ja immer mal ein anderes Thema. Absolut, Kommunikation ist sowieso auch mindestens genauso spannendes Thema. Ja. Da gibt es ja auch ich habe vergessen, wie es heißt, dieses Vier-Ohren-Prinzip oder was, wo man sagt, der Mülleimer ist voll und dann ist es eine Frage der Interpretation, wie derjenige damit umgeht und diese kommunikativen Schwierigkeiten können aber auch wieder ein Auslöser für Konsum sein. Und damit bleiben wir also doch bei der Thematik. Genau, bitte du. Ich denke, ganz wichtig ist, dass Retter eigentlich nicht immer, die haben ja die Beziehung dann zum Opfer hin. Der Retter muss eigentlich auch in der Erwachsenenhaltung gehen und mit dem Süchtigen wie mit einem Erwachsenen reden und nicht wie mit einem Opfer. Und die Führungskraft oder der Angehörige, der jetzt nicht die Suchtproblematik hat, bleiben wir mal bei den Angehörigen, es ist besser zu reden über die Schwierigkeiten, die ich mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau oder mit meiner Partnerin habe, die zum Thema zu machen und nicht du trinkst und machst uns Probleme, sondern ich komme mit deiner Verhaltensweise im Moment nicht mehr zurecht. Ich bin am Ende, deswegen gehe ich jetzt mal zu einem Berater oder einem Therapeuten. Ich tue jetzt was für mich. Ja. Sehr, sehr tolle Herangehensweise, denn eins muss man jedem Menschen zugestehen, und zwar, dass er über seine eigenen Probleme und Gefühle sprechen darf. Was das Gegenüber daraus macht, das ist dann quasi nicht mehr das eigene Problem. Das muss derjenige dann wieder mit sich ausmachen. Genau. Jetzt hast du es. Ich würde ganz gerne noch kurz bei den Angehörigen bleiben. Mhm. Und zwar, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Konsumauslöser auch das Thema häusliche Gewalt ist. Welche Erfahrungen hast du dahingehend gemacht? Ja, auch bei den Anrufen, Nottelefon, spielt häusliche Gewalt immer eine Rolle. Dass also beispielsweise jetzt der Ehepartner alkoholabhängig ist und die Ehefrau dann auch schildert, dass der Betroffene Gewalt anwendet oder auch aggressiv spricht, laut spricht, Streit anfängt, aber auch als bedrohlich empfunden wird und dass ein Rausgehen aus diesem Mobile dann auch gar nicht so leicht für die Angehörige ist, wenn die Ehefrau dann beispielsweise sagt, ja, ich hänge auch finanziell ab von meinem Mann. Ich weiß gar nicht, wohin ich kann. Und ich denke, bei solchen Gewaltdingen ist ein Hinweis auch auf ein Frauenhaus nicht schlecht. Also es wäre auch nochmal ein Hilfeangebot für solche ganz kritischen, schwierigen Situationen. Ne? Oder die Kinder sind noch so klein, dass ich die gar nicht alleine lassen kann. Wo soll ich jetzt hin mit zwei kleinen Kindern? Und wenn ich zu Hause eben Gewalt erfahre. Also das nochmal mit Sucht, mit Alkohol, mit Drogen oder auch mit
einer Glücksspielsucht, wenn die finanzielle Basis entzogen wird durch das Glücksspielverhalten oder das Wettverhalten. Man muss ja jetzt gar nicht mehr in eine Spielhalle gehen, kann das ja alles zu Hause am Computer machen. Alles online, ne? Mhm. Alles online. Dann ist das schon auch nochmal eine Dimension, die in dem Suchtbereich manchmal vergessen wird. Man fokussiert dann auf das Suchtverhalten und das Suchtmittel oder was drumherum alles noch sich abspielt. Das ist dann schon ein ziemlich dicker Brocken, den es da gilt, aufzuklopfen oder aufzulösen. Ja, das denke ich auch. Also deswegen habe ich es angesprochen. Ich glaube, dass Gewalt genauso wie Entzug der Liebe eine mindestens genauso große Ursache sein kann für Konsum und dann natürlich auch für ein gefährliches Konsummuster. Und du hast es super gut angesprochen. Danke dafür. Es muss keine körperliche Gewalt sein. Es kann auch verbale Gewalt sein, ja, oder einfach, ja, nur durch Verhaltensweise zu dominieren einfach, ne? Ja. Mhm. Boah, also da läuft's mir kalt den Rücken runter. Ich würde jetzt gern vom Thema Familie so ein bisschen weggehen und zu den zum Arbeitsverhältnis, weil wir arbeiten ja im Idealfall alle ziemlich lange in unserem Leben. Und die einen erfüllter als die anderen, und auf der Arbeit gibt es Situationen, die einen in den Konsum treiben können. Du hast es ja eben mit der Führungskraft schon gut beschrieben. Welche Situationen können das denn wiederum sein? Naja, also beispielsweise so jetzt in der Situation, ja, aktuell Angst vorm Arbeitsplatzverlust, ist so ein Auslöser, doch sich hin und wieder mal abzuschießen und diese Angst zu vergessen. Aber jetzt auch direkt bei der Arbeit so eine tendenzielle Überforderung, das ist also das Gefühl habe, ich schaffe es nicht mehr, ich habe gar keinen Kontakt irgendwie, offenes Gespräch mit meiner Führungskraft, oder ich habe schon immer gerne getrunken und jetzt in einer sehr angespannten Situation am Arbeitsplatz brauche ich etwas mehr Stoff, das wiederum andererseits mich dann daran hindert, am nächsten Tag vielleicht zur Arbeit zu gehen. Ich muss Entschuldigungen finden, muss das alles glaubwürdig rüberbringen. Das erzeugt auch nochmal wieder mehr Druck. Und auch die schnellen Veränderungen in der Arbeit, also wenn ich im IT-Bereich tätig bin, hat mein Wissen vielleicht eine Halbwertszeit von 6 Monaten oder maximal einem Jahr. Und ich muss da mithalten, bin jetzt vielleicht 45, 50, 55 und habe dann einen unter 30-jährigen Spitzenmenschen, der schnell mal eine App programmiert, der mir auf den Fersen sitzt und ja, wie halte ich das dann aus, dass da Leute an mir vorbeiziehen, trotz Anstrengungen und trotz intensiver Arbeit komme ich nicht weiter. Also es sind auch wieder sehr, sehr viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber was ich so erlebt habe, einer der stärksten Trigger, jetzt auch in Richtung Doping, sage ich mal, ist, dass ich sehr hohe Anforderungen an mich selber habe. Also so wie diese Personalleiterin aufgrund ihrer Erziehung oder Beziehung zur Mutter höchste Anforderungen an sich selbst. Und ich möchte die gerne bringen. Also ich habe einen 10-Stunden-Tag, dann gehe ich nach Hause, vorm Abendessen noch eine Stunde Sport, damit ich mich da ausarbeite. Und dann vielleicht noch das eine oder andere lesen, fachlich orientiert, und dann im Freizeitbereich auch noch Stress. Ich muss das und das und das und das am Wochenende machen, diese oder jene Aktivität. Also ich
komme gar nicht mehr zur Ruhe und brauche dann natürlich Mittel, die meine Leistung steigern. Und das hast du ja vielleicht beim Kokain auch miterlebt, dass man da schon ja, den Tag ganz gut mit überstehen kann, ohne dass die Leute eine Fahne riechen, wie beim Alkohol. Und vielleicht auch noch signalisieren, Mensch Roman, heute bist du aber gut drauf. Toll, sagen wir, dass du das alles durchhältst. Absolut. Und auf einmal bist du auch noch, und Lob kommt noch doppelt dazu. Ich habe mir immer Jobs gesucht, wo es um Anerkennung ging, also im Telefonvertrieb zum Beispiel. Da hast du ja eine Schlagzahl von teilweise 5 bis 10 Abschlüssen in der Stunde. Und dann hast du, dein Belohnungssystem ist die ganze Zeit auf Tour. Und das ist natürlich doppelt gefährlich. Und genau so war es bei mir auch. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass du über meine berufliche Karriere gesprochen hast sogar. Und genau das ist es. Dann hast du keine Ruhe mehr. Würdest du sagen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wir so viel Druck auf die Bevölkerung ausüben? Leistungsdruck? Ja, da ist was dran. Also das, ich würde es jetzt nicht so ganz, dass ja jeder darunter leidet, aber insgesamt kann man sagen, lebt die Menschheit wie ein Süchtiger als Körper. Also beutet die Ressourcen und aus, ohne darüber nachzudenken, wie es denn vielleicht in 10 oder 15 oder 30 oder 100 Jahren weitergeht. Im Hier und Jetzt. Also das ist auch klassisch für den einzelnen Süchtigen. Ich will jetzt für mein Problem eine Lösung, ohne große Anstrengung. Und da ist das Suchtmittel immer hilfreich zur Seite. Und jetzt abstinent zu werden, ist schon anstrengend, so leicht ist das nicht. Und zweitens ist es auch manchmal nicht so leicht, nüchtern ein Problem zu durchdenken. Andererseits habe ich natürlich auch einen tollen Gewinn, auch eine Belohnung, wenn es dann gut geklappt hat. Und ich weiß es, ich habe es geschafft und nicht mithilfe eines Suchtmittels. Absolut. Also das ist generell ich sage das ja bei mir im Podcast auch ganz, ganz oft, seit ich nicht mehr konsumiere und mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen muss, in Anführungsstrichen, und auch will, und ganz andere Bewältigungsstrategien finde, muss ich sagen, dass die Glücksgefühle sich viel, viel intensiver anfühlen, weil es echte Gefühle sind. Ne? Genau. Also das ist total schön auch, kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, und ich denke, dass du, der das hier hört und vielleicht selbst suchtmittelfrei ist, das bestätigen können wirst. Und falls du noch auf der Suche bist, dann nimm das doch auch gerne als Ansporn. Die Gefühle kommen schon und die verfliegen auch nicht so schnell wieder wie beim Konsum. Man muss nicht so oft nachlegen. Jetzt habe ich so ein bisschen durch den Verlust der Verbindung den Faden verloren. Wir waren beim Gesellschaftsdruck generell und im Arbeitsleben. Jetzt gibt es natürlich Familie, Arbeitsleben, und nach dem Arbeitsleben gibt es ja auch noch ein Leben, wo viele dann wieder einen ordentlichen Verlust spüren durch die Arbeit und ihre ganzen Erfahrungen auch aus der Kindheit und aus der Arbeitswelt mitbringen, und auf einmal gibt es gar keine Arbeit mehr. Ist da auch Potenzial für Abhängigkeit? Ja, also ich habe erst letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass die Anzahl der wegen Alkoholvergiftung oder Bewusstlosigkeit durch Alkoholkonsum in Krankenhäusern eingelieferten Menschen, der Anteil der Älteren über 65-Jährigen jetzt immens zugenommen hat. Der liegt höher als der Anteil der sogenannten Komasäufer bei den Kindern und Jugendlichen. Oha. Ach du meine Güte. Heißt eben möglicherweise alleinstehende ältere Menschen zu Hause, wo jetzt auch eben durch die Angst, sich zu infizieren, Kontakte nicht mehr so vorhanden sind, die da möglicherweise hilfreich wären. Dann doch sich ja besinnungslos
trinken. Und Einhalten haben. Das ist auch ein Phänomen, der die Arbeit hat ja auch einen stabilisierenden Faktor. Ne? Ich muss einigermaßen nüchtern und gut aufgestellt morgens zur Arbeit, abends zurück. Also das hat schon auch eine Korsettwirkung. Und wenn die Arbeit mal wegfällt, wenn ich dann in den Ruhestand gehe und keine Aufgaben mehr habe, die mir einen Sinn geben, dann ist die Gefahr größer, dass der Alkoholkonsum dann auch steigt. Also es ist nicht so, dass jetzt ein nüchterner Mensch anfangen würde, auf einmal mehr zu trinken. Es sind dann häufig Leute, die schon immer gerne etwas getrunken haben und im Alkohol dann auch oder in den Getränken auch einen gewissen Lebensstil erlebt haben, den sie dann eben im Ruhestand weiterführen und aber da keine Stabilisatoren mehr haben, dass das im Rahmen bleibt. Wir sprechen jetzt natürlich überwiegend von Alkohol, weil diese ganzen anderen Substanzen ja so richtig, so richtig in der Gesellschaft erst viel später angekommen sind. Also die allermeisten Menschen mit fortgeschrittenem Alter werden wahrscheinlich zum Alkohol greifen oder zu Opioiden und Schmerzmitteln, die sie irgendwann mal verschrieben bekommen haben, ne? Ja, das ist richtig. Also Schlaf- und Beruhigungsmittel oder eben Schmerzmittel, wo dann möglicherweise auf dem Beipackzettel steht, kein Alkoholkonsum während der Tablettenwirkung. Und dann trinke ich und dann hat der Alkohol nochmal eine stärkere Wirkung. Das potenziert sich dann. Ne? Aber der Medikamentenverbrauch ist natürlich im Alter wesentlich höher als in der Jugend. Ja, klar. Das bringt ja das Alter mit sich, ne? Ja, das ist ein Risiko. Wow. Herbert, wir sind jetzt echt fast schon eine Stunde dabei. Ich merke jetzt schon, ich könnte mich eigentlich noch viel, viel länger mit dir unterhalten. Aber wir wollen so ungefähr bei einer Stunde bleiben. Ich habe auf dem Schirm noch, dass wir vorhin angesprochen hatten, dass wir mal kurz über die Kriterien sprechen wollen, wann ich jetzt eigentlich bemerke, dass ich vielleicht eine Abhängigkeit habe. Da gibt es diesen ICD-10, ne? Magst du da mal kurz drauf eingehen? Ja, kann ich. Also jetzt unabhängig von den Substanzen. Für jede Substanz gibt es nochmal Besonderheiten. Mhm. Also ein erster Punkt ist, ich habe einen starken Wunsch oder sogar Zwang zum Konsum einer Substanz und kann die willentlich nicht mehr steuern. Also ein sehr schönes Beispiel ist da die Nikotinabhängigkeit. Ich weiß, Rauchen ist absolut eine der schädlichsten Verhaltensweisen, die ich eigentlich leicht abstellen könnte. Steht ja auch auf jeder Packung drauf. Rauchen kann tödlich sein. Absolut. Und obwohl ich das weiß, kann ich nicht so ohne weiteres aufhören. Ich greife dann doch zur Zigarette. Ne? Mhm. Und wenn ich mit Rauchern darüber spreche, sage ich, ja, sagen die, das stimmt doch alles gar nicht. Ich kenne da einen, der ist 95, der raucht immer noch. Also kommt so eine Argumentation, die eben so ein starkes Verhalten dann eben nochmal unterstützt. Also die Fakten prallen eigentlich an dem Suchthirn ab, muss man sagen. Bagatellisierung, ne? Ja, so eine Bagatellisierung, genau. Ne? Das ist, der Verstand sagt, Karl-Heinz, hör auf mit dem Rauchen, und das Belohnungszentrum oder das Suchtzentrum sagt, na, ich kenne da einen, der raucht schon jahrelang. Ne? Oder Karl-Heinz, denk ans Geld, und dann sagt der Suchthirn, ja, dann drehen wir, dann wird es ein bisschen billiger. Ne? Oder ich kaufe mir nur Zigaretten in Polen oder bringe die von der letzten Ferienreise mit und so weiter. Ne? Also sind schon ein ziemlich starker Zwang da. Und das wird häufig jetzt
bei nicht stoffgebundenen Suchtformen, beispielsweise bei den Spielen, wird immer so eine Konstruktion erzeugt, beinahe hätte ich den Hauptgewinn erreicht. Ne? Also vom Algorithmus her, wenn ich, sagen wir mal, auf dem Display 3 Kronen wäre der Hauptgewinn, dann tauchen 2 Kronen auf. Und eine Krone ist oben oder unten so angeschnitten, die sehe ich gerade noch so. Ne? Und oder bei der Mediensucht, also in irgendwelchen Netzwerken unterwegs sein. Ne? Der Algorithmus, der dahinter liegt, also das Rechenwerkzeug, was dahinter liegt, das beobachtet mich sehr, sehr genau und bietet mir dann Dinge an, wo es das Gefühl hat, das könnte mein Hirn fesseln. Ne? Und dann werde ich dann so langsam reingezogen. Ich beinahe habe ich jetzt die Lösung und dann taucht aber noch mal was anderes auf und noch mal was Spannenderes auf. Man wird eben aus 10 Minuten surfen, werden dann 2,5 Stunden. Und dann verliere ich mich in diesem System. Ne? Absolut. Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbreche. Die meisten Menschen wissen auch gar nicht, dass sie selber den Algorithmus füttern, weil sie ja natürlich nach etwas suchen und der Algorithmus sagt, oh, du hast danach gesucht, na, dann schlage ich dir noch mehr davon vor und schon bist du drin. Ne? Ja. Und dann als zweiter Punkt gehört noch dazu, ich kann das nicht mehr so steuern, Beginn, Beendigung, Menge des Verhaltens oder des Konsums. Na, ich habe vielleicht einen Arbeitsplatz, wo der Alkohol verboten ist, als Berufskraftfahrer. Aber ich merke, die letzten 2 Stunden schaffe ich gar nicht. Ich muss jetzt was trinken, was heimlich trinken. Oder ich sage mir, ich höre nach 3 Gläsern Bier auf, aber die Menge wird dann größer. Oder ich sage, ich spiele nur 1 Stunde am Computer, aber dann wären 3 Stunden. Ne? Kann Beginn, Beendigung, Menge nicht mehr steuern. Wenn man seine eigenen Regeln verlässt. Ja, bei den Substanzen kommt dann noch dazu, dass ich Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich, also körperlich und psychische Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich die Substanz nicht zu mir nehme. Ich zittere, schwitze, beim Kokain stürze ich in eine Depression. Und ich weiß dann, wenn ich jetzt eine Nase ziehe, wow, dann hält sich meine Stimmung wieder auf. Oder beim Alkohol, das Zittern hört auf, wenn ich jetzt 3 Gläser trinke. Dann stimmt. Vierter Punkt. Ich entwickle eine Toleranz gegenüber dem Stoff. Das heißt, ich brauche mehr von dem Stoff für die gleiche Wirkung. Ganz am Anfang, wie vielleicht spüre ich schon nach 2 Gläsern Wein, eine leichte Beschwipstheit. Am Ende ist vielleicht eine Flasche Wein die Basis, damit ich überhaupt noch Glücksgefühle erlebe. Da sind erstmal die Entzugserscheinungen weg und dann fängt vielleicht ein gutes Gefühl an. Und ich habe Alkoholabhängige kennengelernt, die sagen, bei mir kam da nichts mehr. Ich habe getrunken wie ein Loch, aber da kam nichts mehr. Ich war ganz verzweifelt, ne, weil da kein Glücksgefühl mehr kommt. Dann der 5. Punkt, ich vernachlässige andere Interessen. Schule, Arbeitsplatz, Familie, Freunde. Ich werde immer einsamer, isolierter, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin mitten im Leben. Aber viele ziehen sich zurück und ich schaffe es nicht mehr. Und trotz negativer Folgen trinke ich weiter, rauche ich weiter, spritze ich weiter. Mhm. Das kann man auch beim Nikotin ganz gut beobachten. Wenn du mal vielleicht einen Freund oder Bekannten im Krankenhaus besuchst, die Trauben von Rauchern an der Krankenhaustür. Unglaublich, ne? Die den Tropf am Galgen haben, so der Langfahren im Tropf und zittern, die erste Zigarette reinziehen. Da siehst du ganz so, wow, was Sucht bedeutet. Und ich habe Krankenschwestern im Seminar gehabt, die haben gesagt, die Raucher sind uns am liebsten, weil die springen sofort kurz nach der OP aus den Betten und rennen in die Raucherecken. Oh Mann, ich habe da noch ein Beispiel. Gerade beim Rauchen ist so, wenn man viel raucht und morgens aufsteht und man so hustet, kommen oft so brauner Schleim mit raus. Und wenn das nicht Anzeichen genug ist eigentlich, ja, wenn man klar denkend wäre in dem Moment, dann weiß ich auch nicht. Ja.
Ja, aber so letztendlich kann man sagen, wir Menschen glauben, wir seien vernunftbegabte Wesen und würden immer unter Vernunftbedingungen unser Leben steuern. Nein, es ist eigentlich das Belohnungszentrum. Nur das Großhirn glaubt, wir würden steuern. Ein erfahrener Suchttherapeut hat mir mal gesagt, es ist wie auf hoher See, der Kapitän meint, die Mannschaft tut, was er sagt, aber eigentlich meint er das nur, die Mannschaft handelt ganz anders. Ja. Oh, spannende Metapher, ja. Ach Mensch, haben wir noch einen Punkt vergessen? Nee, ich glaube, ist alles gesagt. Schön. Herbert, ich bedanke mich an dieser Stelle von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch. Es war mir wirklich ein Fest. Total interessant. Ich habe eine Menge dazugelernt, eine Menge neue, schöne Ansichten aufgenommen, Perspektiven. Und hast du für die Hörer noch einen Tipp, den du aus deiner langjährigen Erfahrung vielleicht mit auf den Weg geben möchtest? Ja, jetzt vielleicht aus Sicht eines Angehörigen oder auch zum Umgang mit anderen Menschen oder auch zum Süchtigen selbst. Wenn der Süchtige das Gefühl hat, das kommt öfters, haben mir viele erzählt, eigentlich dieses eigentlich habe ich nicht mehr die Kontrolle. Wenn dieses Gefühl da ist, dann für sich zu sagen, jetzt ist es Zeit, etwas zu tun und eine andere Strategie in mein Leben reinzubringen. Und als Angehöriger oder Mitbetroffener zu sagen, ist ganz wichtig, ich sorge jetzt erstmal für mich, damit ich gesund diese Situation überlebe. Und nur wenn ich gesund bleibe und stabil bleibe, dann kann ich meinem süchtigen Partner oder meiner süchtigen Partnerin helfen. Wunderbar, das ist doch mal ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Und ich möchte vielleicht noch ein kleines bisschen, ergänzen, aber ich möchte hinzufügen, ihr seid als Angehörige natürlich auch total willkommen, herzlichst willkommen, bei den Sober Guides anzurufen, wenn es wirklich akut ist, auch beim Nottelefon Sucht anzurufen. Und sobald wir uns wieder in die Gesichter schauen dürfen, seid ihr natürlich auch in den Gemeinschaften herzlichst willkommen. Ne? Und ich habe auch nichts mehr zu ergänzen und würde an der Stelle, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank sagen, Herbert. Das war mir ein inneres Blumenpflücken. Tolle zweite Episode. Und ihr da draußen, seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio. Habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.